Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce, Breath of Winter. Ja, wir haben Miratur befreit. Und damit die Orks, die uns friedlich gesonnen sind, zurückgeholt. Jedenfalls die meisten, ein paar scheint noch hier im Lager zu bleiben. Da kommt Ashgok, der uns den Auftrag gegeben hat. Mal sehen, wann er ankommt. Die Fußballspieler verprügeln den Snotling. Okay. Ach, Ashgok ist angekommen. Hier, mir nach. Und los. Okay, sie verprügeln ihn nur, aber lassen ihn scheinbar leben. Geirrt, das war das Snotling, der Arme. Deswegen ist es da wohl so blutig. So. Gute Arbeit, Runenkrieger. Mein Volk kann heimkehren. Nun zu unserer Abmachung. Seit Jahrhunderten überliefern die Schmiede der Orks die Kunst der Knochenwaffen. Sie formen sie aus den Gebeinen machtvoller Wesen und machen sie mit ihrer Magie härter als Stahl. Werden euch die anderen Schmiede nicht strafen, wenn ihr das Geheimnis preisgibt? Ich werde einen Preis zu zahlen haben. Doch wenn ich ihnen genug Gold gebe, werden sie mein Leben verschonen. Doch ihr müsst mir dabei helfen. Ich brauche 10 Goldstücke. Ich habe eure Feinde vertrieben. Nun wollt ihr noch Gold? So steht es. Nehmt oder lasst es, Mensch. Ich brauche das Gold. Oder mein Leben ist verwirkt. Nehmt das Goldorg und nun redet. Gut. Hört gut zu, während ich euch die Handgriffe der Knochenformer zeige. Die Knochen müssen von einer mächtigen Kreatur stammen. Nicht jedes Gebein ist dafür geeignet. Man formt sie mit einem Knochenmesser, das bei dieser Arbeit allerdings stumpf und nutzlos wird. Ist der Knochen geformt, muss eine rohe Magie gerichtet werden. Blutedelsteine, die ihr in diesen Landen findet, vollenden den Zauber und verleihen ihm Wirkung. All dies muss an einem Knochenaltar geschehen. Solch einen Altar findet ihr hier in Miratur. Bestimmte Knochenartefakte wirken gemeinsam, was ihnen besondere Macht verleiht. 3 Knochenteile werden für einen Satz benötigt. Eins noch. Die Knochenschmiede sind mächtig, doch diese Macht ist auch ein Fluch. Sobald ihr eure erste Knochenwaffe gefertigt habt, werden eure eigenen Knochen ebenfalls zum Gegenstand der Macht. Nehmt euch also in Acht. So, diese Handgriffe sind alles, was ihr können müsst. Das Knochenmesser gibt es bei den Händlern, aber Knochen und Blutsteine müsst ihr schon selbst finden. Welche Knochen kann ich verwenden? Nazosch, einer der Orkführer, trägt die Knochen eines alten Knochenschnitzers um den Hals als Schmuck. Der Narr weiß nicht, was er da hat. Er brach mit seiner Gruppe in die Echosümpfe auf, um das Schlachtfeld zu plündern, das ihr dort hinterlassen habt. Lasst euch die Knochen von ihm geben. Der Dummkopf kann nichts damit anfangen. Aber für euch sind sie entscheidend auf dem Weg zum Knochenformer. Ja, die Quest hat sich aktualisiert. Ja, berichtet Ashgok im Miratur von eurem Erfolg und löst den Handel ein.
Mirato ist wieder in der Hand der Orks. Trefft Arschgorg in Mirato und erlangt von ihm das versprochene Geheimnis der Knochenformerkunst. Holt euch das erste Knochenstück von Naschos in den Echosümpfen und bringt es Arschgorg. Naschos, ein Ork-Häuptling, trägt einige der magischen Knochenstücke als Schmuck. Er ist zum Plündern in die Echosümpfe aufgebrochen. Dort werdet ihr ihn finden. Solltet ihr das Knochenstück bekommen, bringt es zu Ashgorg in Biratur. Ja, vorwärts. Aber nö, erstmal nicht. Vorwärts. Wir wollen erstmal gucken, wie viele Orks wir hier Orks, Imperiale wir hier plätten können. Und ja, ich glaube, ich habe noch einigermaßen Vermutung, wo das, wo der Altar ist, der müsste irgendwo hier drüben sein. Auf dem Weg zum Sturmfels haben wir den mal gefunden. Wenn es dann mal soweit ist und wir was schnitzen. Aber ja, wollen wir mal gucken, ob wir die hier tot kriegen. Das sind eigentlich nur Stufe 8 Gegner. Auf mein Kommando. Mir nach. Vorwärts. Folgt mir. Zu euren Diensten. Zu euren Diensten. Verstanden. Der Winter wird auf kommen. Auf mein Zeichen. Okay, die Obersten kommen nicht. Für die Rune. Haltet durch, Männer. Feindlicher Angriff. Ein Angriff. Wappnet euch. Schlagt sie zurück. Haltet aus. Sie sind überall. Feindlicher sie Angriff. Greifen uns an. Runenkrieger zu mir! Okay, die sterben, aber von oben kommen immer wieder neue. Oh, sogar ein paar Stufen 10er und so. Sie sind überall! Auf mein Kommando. Kämpft, Männer! Runenkrieger zu mir! Okay, die hören nicht auf zu kommen. Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Die Rune befiehlt? Vorwärts, Krieger! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Ja, die hören nicht auf zu kommen. Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Vorwärts. Folgt mir. Sie verfolgen uns aber zum Glück nicht weit. Der Wind niemand ist hält uns auf. Leise wie der Wind. Runenkrieger zu mir! Standhalten, Männer! Sie sind überall! Oh, eine Zone der Heilung. Hier, gut. Folgt mir. Sofort. Gut, gut, okay. Mir nach. Gehen wir hier oben zu dem Seenfels. Was für eine Zone der Heilung haben wir da gekriegt? Stufe 3 und wir haben schon Stufe 4. Auch gut. Räumen wir mal hier ein bisschen mehr auf. So. Heilzauber, Naturzauber. Der Zauber kann weg. Auf meinen Befehl. Das heißt jetzt, also ja, hier respawnt und endlich viel Zeug. Wäre na, zum Level nicht mehr so praktisch.
Also lassen wir die da einfach mal in Ruhe. Tirganar. Elfenstadt. Ja, wir machen jetzt erstmal mit der Hauptstory weiter. Sobald ich ein bisschen Zeug verkauft habe. Stufe 20. Blutrüstung kriege ich erst auf 22 und Arkadepanzer auf 28. Schilde genauso. Oh, Stufe 9. Plus 250 Lebenspunkte. Ah, das wäre 50% mehr. Aber ja, so einer würde mir schon reichen. Stufe 9. Wie sieht's denn zurzeit mit? Ja, 8 sollte ich erreichen. Heilzaubermäßig. Aber bei 9 Leveln ist da nicht mehr viel zu. 8 Level, oder? Ja, 8 Leveln ist da nicht mehr viel zu machen. Das sind 16 Punkte. Und ich bräuchte hier um das hier allein schon 4 Punkte und. 4x4 Punkte. Ja, 16 Punkte, die bräuchte ich hier allein schon. Wobei 9. 9 würde reichen. Also 3x4, 12 Punkte. Ja, gucken wir einfach mal. Kaufen wir bei dir die 2 Huhn und unsere ganzen Zauber, die wir nicht brauchen. Oh, das ist Gold. Eins, zwei, drei. Ich habe 11 Schädelmünzen. Es gibt 15. So. Also brauche ich noch 4. Okay, das heißt jetzt ab nach Shaldun. Das heißt, Schattengrenze Zwergen. Wobei Zwergenklave ist ein riesiger Umweg, oder? Ja, Nordportal wäre besser gewesen. Thank you.
Ja, bessere Runen kann ich eh nicht benutzen gerade.